wichtig, dass wir jetzt schon zum vierten Mal hier in Ramstein demonstrieren gegen den Drohnenkrieg, gegen die NATO, gegen die US Airbase. Aber ich schließe an, ich glaube, wir sind eine Friedensbewegung. Es geht auch darum, dass wir Nein sagen zur Aufrüstung auf 2% des BIP, dass wir Nein sagen zu Atomwaffen in Deutschland, dass wir Nein sagen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dass wir eine neue Entspannungspolitik in Russland werden wollen. Auch dafür sind wir heute da. Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Das erfahren wir gleich. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Also mich führt es ja schon, das ist zum vierten Mal jetzt, glaube ich, in Folge nach Ramstein. Seit ich eben mitbekommen habe, dass überhaupt diese Airbase hier ist, das weiß ich auch noch gar nicht. Eben so lange habe ich eigentlich durch die Aktion dann mitbekommen und eben auch, was alles hier so läuft. Dass die ganzen Signale für die Drohnensteuerung über Ramstein laufen. Dass natürlich hier auch der ganze, oder vielfach der Truppentransport über Ramstein abgewickelt wird in die Krisenregionen im Nahen Osten. Und da sage ich, das möchte ich nicht. Für mich ist das Wichtigste hier, ich meine, wir alle wissen, dass wir die Airbase mit unserer Aktion hier nicht schließen können werden. Aber das Wichtige ist hier wirklich das Vernetzen mit Menschen und vor allem auch sich mal wieder erden und sich die Bestätigung holen, dass man nicht blöd ist. Weil ich habe halt oft das Gefühl, dass man im normalen Arbeitsumfeld dass man ist immer ein bisschen Außenseiter mit den Meinungen, weil unsere Meinungen machen uns halt manchmal auch so ein bisschen zu störrischen Gesprächspartnern für andere. Und es ist unglaublich wichtig, hier nicht nur neue Sachen zu erfahren, auch neue Gedanken vor allem, sondern eben auch sich zu bestätigen, hey, wir sind noch alle klar in der Birne und es hat einen Sinn und Energie abholen, dass wir nicht aufgeben, weil auch wenn es sinnlos ist, aber aufgeben ist halt auch keine Option. Ich finde es allerdings nicht sinnlos, muss ich sagen. Da unterscheiden wir uns so ein bisschen. Ja, Ramstein ist im Moment die größte Friedensaktion in Deutschland und auch ein ganz konkretes Anliegen. Es ist nicht was Fiktives oder was ganz Pauschales gegen Rüstungsexporte, sondern es ist hier ganz konkret gegen diese Militärbasis Ramstein, die innerhalb von 2 Jahren zu kündigen wäre. Und deswegen ist diese Demonstration so wichtig, weil es wäre ein Riesenzeichen der deutschen Bundesregierung, ihr Recht wahrzunehmen und hier diese Militärbasis zu schließen, die ja nachweislich auch Teil ist des Drohnenkrieges, der völkerrechtswidrig geführt wird. Und die Bundesregierung hat ja nun auch mittlerweile zugegeben, dass sie davon weiß und damit macht sie sich mitverantwortlich für einen völkerrechtswidrigen Krieg. Und damit wäre sie eigentlich verpflichtet, hier die Tore zu schließen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier wirklich so lange herkommen und so lange demonstrieren und mehr werden, bis die Basis geschlossen wird.